Mahlzeit und herzlich willkommen zurück in Montera. Jetzt will ich erstmal die Gaben der Bauernhöfe abgeben, aber zuvor schaue ich mal in Mariks Hütte vorbei. Denn netterweise habt ihr mir geschrieben, dass hier irgendwo der Teleportstein sein soll. Oder vielleicht wurde ich auch verarscht, oder was aber wahrscheinlicher ist, ich erinnere mich. Der beobachtet mich. Ich erinnere mich an den falschen Namen. Wahrscheinlich habt ihr gar nicht Marek geschrieben, sondern irgendeinen anderen Namen. Oder die Sau, total die zerstückelte Textur. Ach man, ich wollte die Folge so cool anfangen lassen, dass ich einfach reinlatsche und den hole, aber ja, hat nicht geklappt. Wegen der Söldner. Elber hat massive Probleme, seine Leute auf dem Kornhof anzuführen. Du meinst, ich sollte ihn auswechseln? Das hast du gesagt. Richtig. Okay, ich werde darüber nachdenken. Gute Arbeit. Weiter so. Vielen Dank. Dennis liefert sich mit dem Kornhof einen kleinen Krieg. Dieser Idiot. Ich werde da mal rausgehen müssen, um den Blödsinn zu beenden. Danke für die Information. Ja, du gehst doch eh nicht raus, du laberst nur. Ich hab die Pacht von Dominik. Gut. Du hast dem faulen Hund wohl richtig Angst gemacht, was? Ja, warum nicht? Betrachte das Gold als deinen Sold. Das ist es mir wert. Cool. Ashton unterschlägt. Soll ich den verpetzen? Ashton unterschlägt dir Gold für die Arena-Wettkämpfe. Tatsächlich? Woher willst du das wissen? Ich brauche Beweise. Okay, bring Ashton einen Beweis. Bring Marek einen Beweis. Bestimmt wieder irgendein gammeliger Tagebucheintrag. So, ich habe die Waren für dich. Hier sind deine Weizensäcke. Na, endlich. Hier hast du etwas Gold für deinen Dienst. Danke. Hier sind deine Milchfässer. Du bist echt gut. Ich weiß. Na dann. Wollte ich auch gerade sagen. Das hat sich halt der Dialogschreiber auch gedacht. So, wir sagen einfach das, was man in dem Moment sowieso denkt. Okay, ja, hier Dietrich. Man kann nie genug haben. Wahrscheinlich habe ich inzwischen schon eine Million Dietrich, aber egal. Okay, ja, schade, dass es nicht von jeder Stadt eine einzelne Karte gibt, wie in Gothic 2 von Corinnes, aber andererseits wäre auch irgendwie unnötig, weil die Städte in Gothic 3 sind einfach nicht so ein Komplex aufgebaut. Das sind im Prinzip sind einfach ein paar Hütten und Gutes, wobei Montera schon ja, einfach eine coole Struktur hat, so vom Aufbau, habe ich ja schon mal erklärt. Okay, jetzt will ich mir mal den berühmten Schatz reinziehen, der hinter der Arena schlummern soll. Mal schauen, was Ashton dazu sagt, dass ich ihn verpfeif oder verpfiffen habe. Wobei der Beweis wird, er ist noch geliefert. Wir waren gerade am Reden. Zu tun? Aha. Mal schauen, was jetzt gleich passiert. Aber erstmal werde ich mir einen Schatz krallen. Und das Geile ist ja in Gothic 3, man kann hier auch nach Schätzen buddeln mit einer Schaufel. Wissen nur viele nicht. Ich weiß nicht. Das ist aber kein Buddelschatz, sondern das ist eine Truhe, die einfach rumsteht. Aha, Ashtons Goldliste. Das ist ja wohl ein Beweis, würde ich mal sagen. Zieh ich mal rein. Ich gehe da immer aufs falsche Ding drauf. Wo? Hier, ja, hier. Logisch. Da, Ashtons Goldliste. Mehr Gold für Varek. Nimm ihn noch etwas mehr Gold ab. Varek ist zufrieden mit deinem Blablabla. Aber das meine ich ja nicht mehr. Das hier. Goose 300 Goldmünzen, Dan 200 Goldmünzen, Feder 400 Goldmünzen. Ich muss bald mein Versteck wechseln, bevor Marek davon Wind bekommt. Ja, ich bin der Wind, der die Information zu ihm tragen wird. Kann ich dir direkt sagen, Ashton. Hugo. Feilschen ist ziemlich gut. Ich habe eine Menge Lernpunkte. Wie viele Gold habe ich? 21.000. Dazu bist du noch. Okay, mal gucken. Wie kann ich mich rausreden? Eine nützliche Sache, falls du mal Ärger mit den Wachen hast. Wichtig ist, dass du überzeugend rüberkommst. Also sprich mit fester Stimme und sieh dem Kerl direkt in die Augen. Dann behauptest du irgendwas. Aber sag bloß nicht, ich kann das erklären. Ja, Taschendiebstahl. Zeig mir den Taschendiebstahl. Das Wichtigste ist die Ablenkung. Verwickel dein Opfer in ein Gespräch. Du glaubst gar nicht, wie schlampig einige Leute ihre Goldbeutel verstauen. Oft kannst du sie ihnen einfach aus der Tasche ziehen.
Ja, vor allem, wenn man so 2 Meter voneinander entsteht fährt, wie hier entfernt steht. Dazu bist du noch nicht. Okay. Ja, machen wir später. Das waren nur so Sachen, die ich nebenbei noch absahen wollte. Wir müssen noch Ashton wiederfinden. Söldner. Das gibt doch nur wieder Ärger. Fehler, irgendwas Neues bei. Ah. Ich weiß nicht, bei den Taschendiebstählen. Ich glaube, man wird dann auch hier als Dieb gesucht, wenn man erwischt wird. Aber so 5 Lernpunkte sind ja scheißegal in Gothic 3. Du betrügst Marek um seine Kohle. Na und? Was willst du dagegen machen? Pat? Ah, okay. Der hat nicht mal so gesagt von wegen, der hat mir keinen Deal vorgeschlagen. Okay, dann ist er selber schuld, wenn er verpetzt wird. Ich hatte halt an seiner Stelle irgendwie so gesagt, hey, du kriegst was von dem Gold ab, wenn du Marek nichts davon erzählst, aber so schreist du ja quasi danach. Na gut, Marek, jetzt hier. Das hier habe ich im Ashtons Versteck hinter der Arena gefunden. So ein Dreck. Da hast du wohl doch recht gehabt. Der Hund sackt sich das Gold scheffelweise ein. Ich muss mal ein ernstes Wörtchen mit dem Kerl reden. Sehr gute Arbeit. Hier dein Sold. Scheffelweise. So, 200 Gold. Vielen herzlichen Dank, Marek. Ja, das ist mein Ernst. Okay. Schauen wir mal wieder hier rein. Was haben wir noch so zu tun? Basir bracht. Der Alte mit den Tattoos. Dennis will, dass Bradley die Sklaven schont. Sagt Bradley, ich kann die Leute... Okay, alles klar. Dann gehe ich jetzt erstmal zu Bradley. Vielleicht war auch er derjenige, in dessen Hütte der Teleportstand zu finden ist. Hier wieder ein Ei im Regal. Kann man machen. Ich weiß noch, es lag in irgendeiner Hütte, lag irgendwo unter dem Portschein rum. Ich weiß nur nicht, ob das ein Montera war. So, Bradley Coop. Bradley Sklavenliste. Es lebe Okara. Hä, ist der auch ein geheimer Rebell? Ich speichere mal kurz, mal gucken, was er dann sagt. Es lebe Okara. Ja klar, du mich auch. Dennis meint, du sollst die Sklaven nicht so hart rannehmen. Der Klugscheißer. Dann soll er den Job mal machen hier. Egal, ich danke dir. Hier hast du deinen Lohn. Okay, danke schön. Der Sklave Leon arbeitet wieder im Tempel. Gut. Gut, rufen Montera +2. Okay, sehr schön. Ja, Bradley Sklavenliste, schön und gut, aber... Ja, die will ich klauen. Okay, er geht. Nein, er geht nicht. Er schaut, was ich in seiner Bude mache. Ah, okay, was macht er jetzt? Er setzt sich hin. Ich muss ganz schnell hinter ihn rennen und anfangen zu schleichen. Ah, aber gesehen, ne? Schau mal hier, aufmerksame blaue Augen. Der sieht anders. Ja, okay, vielleicht kann ich ja durchs Fenster irgendwie klauen vielleicht. Nee, wird schwierig. Aber Telekinese. Ich probier's einfach mal. Hey du, was schleichst du hier rum? Da fliegt sie durch die Gegend, die Sklavenliste. Ja, cool, jetzt habe ich sie einmal vom Tisch geworfen. Egal, kann ich einfach so nehmen. Gut, dann wollen wir mal schauen, was da so draufsteht. Leon hat mir 20 Goldmützen gegeben, damit er auf den Höfen arbeiten darf. Kelvin hatte gerade mal 10. Wird bald wieder Zeit, dass ich sie beide auswechsle. Liebe Grüße, Bradley. Ist klar, also man schreibt über jeden Scheiß, den man macht, schreibt man Zettel, wo genau draufsteht, was passiert ist. Okay, was war das andere jetzt noch? Töte die Kühe, ist fürs Basier. Ja, okay, das war's. Halt, kann ich ihm nicht auch noch sagen, dass ich... Halt, ich kannte doch noch gerade einen anderen Dialog bei ihm. Nö, geht nicht mehr, na gut. Wenn das so ist, dann werde ich mir jetzt mal die Milchkühe vorknüpfen. Aber wie gesagt, das mache ich schön in tiefster Nacht. Wobei, wenn ich es nachts mache, dann sehe ich sie nicht. Dann rennen sie weg und dann sehe ich sie nicht. Das ist immer der Klassiker bei der Kuh-Quest. Die rennen irgendwo hin und dann tauchen sie irgendwo ganz woanders in der Spielwelt wieder auf und du verzweifelst die ganze Quest über beim Versuch, die irgendwie alle zu finden. Okay, wenn man extrem guter Bogenschütze ist, dann
Beziehungsweise insofern, als dass man halt eine Menge Schaden mit dem Bogen macht. Dann kann man die mit einem Schuss pro Kuh erledigen. Aber ob mir das hier gelingen wird, weiß ich nicht. Ich knüpfe mir erstmal die vor, die so weit weg ist, dass niemand anders es sieht. Dafür verwende ich dann, ich weiß, Kopfnüsse sorgen ja dafür, dass Gegner zu Boden fallen. Vielleicht trifft es auch auf die Kühe zu, was irgendwie lustig wäre. Ich habe in Gothic 3 noch nie eine Kuh umfallen sehen. Wobei, ich glaube, bei Viechern funktioniert das auch gar nicht, was da eigentlich bei jedem Viech eine Animation gibt. Schauen wir mal. Okay. Ja, okay, die anderen haben Wind bekommen und rennen weg. Ist aber in Ordnung. Weil dann renne ich einfach hinterher. Und das birgt dann den Vorteil in sich. Dass die Söldner nicht sehen, wie ich mich daran vergreife. An der Kuh, hä? So, schaut mal, Jungs. Das ist doch die Kuh, die ich beseitigen soll. Hier. Weil der Typ, dem er einen Auftrag gegeben hat, kommt gar nicht auf die Idee, mitzuhelfen. Na, schade, das war knapp. Boah. Ihr rennt rein in ihre wilden Artgenossen. Bisons sind ja einfach wilde Rinder. Okay, aber ist den Bisons egal. Die sind im Prinzip schön. Das ist, glaube ich, auch die erste Bison-Horde, auf die ich hier in Gothic 3 treffe. Boah, diese. Okay, jetzt beginnt das Debakel. Das ist typisch für diese Kuh-Quest. Die rennen immer irgendwo hin und meine Fresse. Okay, es geht gerade noch. Es ist ja im Prinzip nur eine, die ich hier gerade verfolge. Ich habe die Quest schon, ich habe in der Quest schon viel Schlimmeres durchlebt, aber ich würde sagen, schauen wir mal, wie es da mit den anderen läuft. Klar könnte ich jetzt auch einfach mit dem Schwert auf die nächste Kuh drauf losgehen, aber ich weiß nicht, ob das was wird. Beziehungsweise bei der ersten schon. Meine Sorge ist eher, dass dann halt NPCs eingreifen. Und deswegen ist es klug, das auch bei Nacht zu tun. Die ersten beiden habe ich jetzt am Tage aus dem Weg geräumt. Und für die anderen beiden habe ich jetzt gerade spontan entschlossen, mich knack ich mal kurz bis zur Nacht. Dann ist auch mein Mana und so weiter wieder voll. Und dann schwinge ich da mal meinen Säbel über die Kuhhaut. Ja, und dann schauen wir mal. Da waren doch gerade noch irgendwelche Pflanzen, die auf dem Hinweg. Da, die Mana-Pflanze. Sehe ich doch genau. Ja. Zack. Machen wir fix. Ich weiß, Mann. Ich weiß. Das Feuer von den Rebellen ist richtig weit zu sehen. So, hier sind übrigens jetzt alle grün, weil ich die 75% Ruf überschritten habe, scheinbar. Das heißt, ich kann jetzt hier, wenn die Quest durch ist, kann ich auch mal mit dem Boss hier reden. Boah, ist das dunkel, ich erkenne gar nichts. Fackel raus. Wobei, für so eine Quest ist eigentlich ein Lichtzauber viel klüger. Hä, was ist mit euren Tagesabläufen? Wollt ihr nicht langsam mal pennen gehen? Gute Nacht. Pass gut auf dich auf. Ja, dann kann ich ja vielleicht hier die eine Quest noch. Erstmal Pause machen. Ja, ja. Als ob ich nicht schon schlimme Probleme hätte. Erstmal. Wir können später noch reden. Die ganze Zeit wohl, ja. Sieh zu. Dennis, kann ich auch nichts mehr weiter mitteilen. Aber, wenn schon, immerhin pennen die Kühe. Es sind aber immer noch drei Stück hier. Seht ihr das? Drei Kühe sind noch da. Boah, ich speichere jetzt mal, weil ich sehr vorsichtig bin. Weil, wenn die jetzt fliehen, dann finde ich sie halt nicht mehr bei Nacht, versteht ihr? Ah ja, das ist nämlich hier, das ist die Scheiße. Schau, die rennt jetzt weg. Okay, juckt keinen, weil ich weit genug weg war, als ich den ersten Schlag gemacht habe. Scheiße, guck mal, das ist genau das. Jetzt ist nämlich, okay, die leuchten hell, das ist gut. Ach, scheiße. Und natürlich, gerade in so einer brenzigen Situation, treffe ich nicht. Dich krieg ich noch. Bleib stehen, du Lump. Naja, das ist hier echt problematisch, Mann. Nee, es macht. Okay, doch, wobei, schau mal. Hey.
Na, voll. Zack, okay, die nächste. Die lootet wird später. Jetzt ist die Frage, wo... Da. Hä, aber... das ist die, die viel Leben hat. Es fehlt... Ich hab doch... Oder ist vielleicht, weil sie außer Sichtweite geraten ist. Zweimal Milch habe ich übrigens erhalten. Na egal. Ich gehe erstmal zurück. Ich wollte gerade sagen, ich kann mich jetzt teleportieren, kann ich aber nicht, weil ich ja leider den blöden Teleportstein immer noch nicht habe. Ich muss mir den Kommentar nochmal genau durchlesen. Ich werde mal nach der Folge, werde ich mir erstmal schön Zeit nehmen, die alten Schriften durchwälzen, auf der Suche nach diesem, so wie Gandalf, als er nach Minas Tirith in der Bibliothek reitet und da rumstöbert. Also nach Minas Tirith in der Bibliothek reitet, okay? Er reitet in der Bibliothek ziemlich lange, und zwar bis er in Minas Tirith angekommen ist, versteht er? Ich will, dass er versteht, was ich da eigentlich verzapfe, ja? Nicht einfach nur zuhören und Daumen hoch. Nein, aktiv. aktiv teilnehmen an der ganzen Aktion hier. So, hier ist ein Turm. Ich habe gerade... Ich habe gerade ein bisschen die Orientierung verloren, was so dunkel ist. Oh, diese Musik ist sehr cool. Bin ich überhaupt noch... Nein, ich muss weiter nach rechts. Okay. Das sind alte Ruinen. Früher standen hier wohl auch Burgen. Hä, was geht ab? Wo bin ich? Die Nacht verfälscht das Bild der Welt. Egal, nebenbei noch ein paar Waldbeeren abzwacken. Soll auch nicht mein Schaden sein, also von daher gibt es Schlimmeres. Leuchtet dort hinten schon Montera oder? Ah, der Hof. Sehr gut. Looten, hier pennt auch noch eine Sau. Schönes Ringelschwänzchen. Schnapsbeere haben sie auch. Oh, und dort pennt die letzte Kuh, richtig? Jawoll. Sehen so eigentlich wirklich pennende Kühe aus von der Körperhaltung? Also, nee, so in der Art. Ich weiß ja eigentlich, wie Kühe pennen. Wer im Voralpenland aufwächst, er weiß, wie es so aussieht, Mann. Wollte mich verarschen. So. Drei. Und das sehen sie jetzt wahrscheinlich, stimmt's? Glaubst du wirklich? Nee. Okay, aber ich erinnere mich noch dran, dass da schon häufiger Stress gab bei dieser Quest. Habe ich Glück gehabt hier, dass es keiner sieht. Oh, schade. Er war aber auch ziemlich kacke geschossen. So, jetzt hier. Das werde ich jetzt wohl hinkriegen, Mann. Das ist einfach nur ein Fleck in der Dunkelheit. Dort ist der Typ, den ich verjagt habe. In Anführungszeichen. Oh, Alter. Dunkelheit erschwert mir das Leben. Und dann wisst ihr, dass diese erschwerten Zustände erhöhen meine Nervosität, dadurch ziele ich dann nicht so gut, wie ich eigentlich zielen würde, aber das Wort eigentlich ist natürlich eine Ausrede. Entweder ich ziele gut oder ich ziele nicht gut. Und ja, das weiß ich auch noch, die Kühe, die dann ins Banditenlager reinrennen. Boah, es ist echt komplett dunkel, Mann. Die rennt zu Dominik. Da rennt sie. Boah, aber haarscharf, Mann. Jetzt rennt sie. Guck mal, die rennt voll durchs Lager. Jetzt ist sie hell erleuchtet. Die rennt in die Höhle rein. Okay, aber daran habe ich sie gehindert. Sehr gut. Wollen doch mal sehen, ob die Knaben hier ein Bett haben. Nee, komm. Da muss ich nur weiter zurückrennen. Da renne ich lieber noch eine halbe Minute länger durch die Dunkelheit. Knack dann schön auf dem Bauernhof und bin dann wieder in der Lage. Wer weiß, wie tief es da runter geht. Und was geht jetzt ab? Wo bin ich? Ah, hier, wieder beim... Das sind auch weitere Banditen, die ich erlegt habe. Die Kadaver bleiben, selbst wenn sie gelootet sind, in Gothic 3 eine ganze Weile liegen. Wenn ihr genau wisst, wie lange die eigentlich liegen bleiben, könnt ihr es mir gerne in den Kommentaren schreiben. Interessiert mich nämlich. Würde ich gerne mal erfahren. So, hier waren die streunenden Wölfe. Und die habe ich mir auch schon gekümmert. Irgendwie ist es mir doch gelungen, in den vorhergegangenen Folgen mal eine Fackel wegzuwerfen. Aber wie?
Mit Rechtsklick? Nee. Mit Rechtsklick kriege ich es nicht hin. Aber irgendwie ist mir das doch gelungen. Ich glaube in der ersten Folge oder so. Entweder ich ziehe eine Waffe und dann behält er sie in der Hand. Oder ich drücke nochmal die Null, dann steckt er sie weg. Aber wie? Ich meine nämlich, dass es mit diesen Patches dann irgendwie hinzugefügt wurde, weil es mir irgendwie gelang in der ersten Folge. Aber wie? Keine Ahnung, fragt mich nicht. Vielleicht irre ich mich auch gewaltig, aber ich meine nicht. Ich muss was essen. Ja, ist was. Sitting in the morning sun. Stimmt's, Otis? I'll be sitting when the evening comes. So, hier ist eine Waldbeere natürlich auch noch. Klarer Sachverhalt. Das sieht so gerade aus wie ein kleiner Wasserfall. So, Statue von Belia. So, da wird der eine sich freuen. Ich weiß gerade leider seinen Namen nicht mehr, für den ich die Kühe erledigen sollte. Ah, Grundstückel, cool. Ich will jetzt langsam mal einen Teleportstein. Vielleicht ist er auch in der Truhe von Dingsbums, wie er auch immer noch mal hieß. Wir können später noch reden. Man muss ja, und dann komme ich wieder hin, dann sag's wieder. Also, ich will keinen Ärger haben. Ja, dann halt nicht. Aber das Thema habe ich doch eigentlich schon durch. So, endlich wieder Tageslicht, welches auf mein Antlitz scheint. Innos, helle Sonne. Mann, was ist los? Das ist eine der geilsten Sachen, die Piranha-Bytes spielen. Leute wecken, die pennen. So, ab hier rüber. Folgender Sachverhalt. Mason. Du Leuchte. Hä? Ach. Am Anschein nach habe ich noch nicht alle Milchkühe erwischt. Okay, jetzt beginnt das Debakel dieser Quest erst so richtig wahr ab. Jetzt beginnt genau das, wovor jeder... Ah, da ist die letzte. Okay. Wenn wir Glück haben... Ja. Habe ich gedacht, mache ich mal keinen aufgeladenen Schlag, dass ich schnell einen anderen flotten Schlag hinterher schicken kann, aber... Plan war nicht so gut. Mann, ey. Jetzt spielen wir die Faktoren, die ich vorhin schon erörtert habe, mit rein. Ja, das ist halt, diese Milchkuh-Quest ist halt ein echter Klassiker in dem Spiel. Jeder kennt sie und jeder weiß, wie katastrophal das immer läuft. Hattet ihr das auch schon, dass die Kühe dann an einer völlig anderen Stelle in der Welt wieder aufgetaucht sind? Ach Gott, ey, ist mir viel zu blöd hier. Ich könnte eigentlich auch Feuerball oder sowas zücken, weil damit kann man ja... verfolgen. Versteht ihr? Wenn man gedrückt hält, dann verfolgt Magie. So wie jetzt. Um die Ecke rum. Habt ihr es gesehen? Das besonders fiese ist, wenn Schamanen das auf einen anwenden. So, sehr gut. Milch und Schnitzel. Aber es war scheinbar immer noch nicht die letzte Kuh. Na, ich sehe schon kommen, Mann. Ja, und das Problem ist, manchmal spawnen die dann irgendwie gar nicht mehr zurück am Hof. Sondern ganz woanders, aber fragt mich nicht wo, ich weiß es nicht. Wo auch immer. Wir werden sehen. Oh, es ist so schön, wenn ich hier aus dem Fenster schaue und den Schnee sehe. Es ist zwar nur eine leichte Schicht und es sind nur so kleine Flecken, aber sieht trotzdem schön aus. Und vorhin die dicken Flocken, die runter segelten. Ich werde nachher auf jeden Fall hier erstmal die Umgebung erkunden. Für meinen Otterkanal. Outdoor-Kanal, dass ich da dann auch mal Bescheid weiß und neue Gegenden zeigen kann und neue Abenteuer stehen an. Und des Weiteren habe ich hier im Schwarzwald auch einen Deal mit einem Waldbesitzer, in dessen Wald ich mir ein Shelter bauen darf. Also vieles wird passieren in den nächsten Wochen. Mann, ey. Jeder hat Probleme, ich auch. Ja. Ich glaube, die eine Kuh, die noch fehlt, ist die mit dem ganz wenigen Leben. Scheiße, ey. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich die Quest noch lösen soll, Mann. Irgendwie jedes Mal, wenn du denkst, du hast eine Milchkühe, gibt es noch mal eine mehr. Ja, Mason. Wenn das so ist, werde ich jetzt erstmal mit dem Boss reden. Mit dem Boss vom Montera, ja. Dem neuen Boss, einem Ork. Der eigentliche Boss von Montera war garantiert mal ein Mensch.
Bürgermeister, aber der ist ja nicht mehr da. Leider. Also muss ich mit dem Ork vorlieb nehmen. Die Hühner, diese rumdackeln da hinten. Ja, warum so pessimistisch? Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Ich weiß echt nicht. Nee, es muss eigentlich die eine sein, der ich fast alles Leben abgezogen habe. Die rennt jetzt irgendwo in den Weiten von Nordmar rum und klappt sich mit den Orks. Wahrscheinlich, ja. So, die Eidechse hier, lebt die noch? Nee, das ist eine Tode. So, hier ist Sandkraut. Das ist noch Quickvidel. Harnischkraut. Harnischkraut scheint auch ein besonderes Kraut zu sein. Dann mache ich mir eine Handtasche aus dem Leder. Und zwar, was bewirkt denn das? Blutschilf, Ausdauer. Ich habe keine Ahnung, wie Harnischkraut aussieht, aber ich werde es jetzt suchen, bis ich es gefunden habe. Sumpfkraut, das Zeug gibt es wirklich überall, nicht nur im Sumpf. Ja, das denken alle. Harnischkraut, maximal Ausdauer plus 2, aber kann ich wahrscheinlich Tränke draus brauen. Schaut mal, ob ich Tränke draus brauen kann oder nicht. Wenn ja, hebe ich es mir für die Tränke auf, klar. Ja, bei dem könnte ich jetzt lernen. Aber erstmal will ich eigentlich lernen, wie man Viecher weiter ausnimmt. So, jetzt schaue ich noch einmal. Ach, der guckt mir so frech hinterher, Mann. Wartet mal ab. Ich schleiche mich mal rein und schaue, ob der Teleportstein in der Truhe schlummert. Hä, wie hat er das jetzt? Der hat sich gerade in dem Moment, hat sich nochmal umgedreht. Hinterlistig. So, jetzt aber. Zack. Das sieht er nicht. Das kann er gar nicht sehen. Ah, doch, Mann. Der latscht immer so blöd hin und her. Marek. Jetzt aber. Jetzt muss ich ganz flink sein. Hat er gesehen. Unfassbar. So, ganz schnell jetzt hier, steht rum und ich schleich und jetzt mal ganz schnell, ja, was passiert, einfach mal kurz, ne, okay, dann nehme ich hier mal noch nichts, hat er nicht gesehen, sehr gut, Wandschrank kann ich nicht aufmachen, na, wie auch immer, jetzt gehe ich mal zum Boss rein, mal gucken, was der so zu melden hat, ja, wollen wir mal sehen, ob ich deinen Rat annehme, also, ich muss mir den Kommentar nochmal gründlich durchlesen. Vielleicht ist aber auch hier der Teleportstein drin. Nee. Wäre auch ein bisschen merkwürdig, aber manchmal sind Dinge in Gothic 3 schlichtweg ein bisschen merkwürdig. Halt! Keinen Schritt weiter! Halt! Ey. Lässt du mich in die Burg? Ja, aber benenn dich. Die Jungs da drin trainieren und lassen sich nur ungern dabei stören. Verstehe. Okay. Ja, wollen wir mal gucken, was da drin los? Was gibt es hier in der Burg? Das hier ist die Residenz von Warek dem Großen. Nur selten wird ein Morrer im inneren Kreis dieser Burg geduldet. Ach, verstehe. Komm, ey, spiel ihn nicht so auf. Wir reden später, Morrer. Meinst du? Lass dich nicht umbringen. Ja, schon gar nicht. Oh, hier ist schon direkt Warek, oder? Nee, das ist Jorik. Keine Ahnung, wer Jorik ist. Aber ich werde es gleich rausfinden. Schöne Schilde, muss man schon sagen. Hi. Ich verkaufe nichts an Morras. Oh, ganz ein cooler. Schönes Waffenlager hast du hier. Mein Bestand hier ist ausgewählte Ware, Morra. Bring mir hier nichts durcheinander, sonst hack ich dir die Finger ab. Verstanden? Ja, so auf der rationalen Ebene schon, aber... Brauchst du noch was? Besorg mir alte Waffen. Ich werde sie dann in die Schmiede geben und sie wieder aufmöbeln lassen. Ich denke, 20 Waffenbündel dürften für den Anfang reichen. Wieder aufmöbeln lassen, so, so. Ich habe hier alte Waffen für dich. Oh, scheiße. Reicht noch nicht. Ich brauche 20 Waffenbündel. Boah, fuck, Mann. Ja, egal. Ich mach's trotzdem so. Ich will halt nicht, dass die ganzen Rebellen-Waffenbündel-Quests mir durch die Lappen gehen. Aber jetzt habe ich schon angeklickt, es ist Wo so. Bekomme ich Waffenbündel her? Die Rebellen kämpfen doch mit so einem alten Ramsch. Dort, wo Rebellen sind, wirst du auch alte Waffen finden. Okay. Ich arbeite für den Anführer der Söldner, Marek. Ja, wenn's nach mir ginge, würde man euch dreckiges Söldnerpack in die Minen von Gotha schicken. Sag, was du willst. Meine Zeit ist kostbar.
Zeig mal. Zeig mir deine Ware. So, das hier ist ein leichter Hörnheim. Was ist denn der, den ich habe? Ist das auch ein leichter Bauernkleidung? Leichte Orksöldner. Zuerst beweist du mir, was du wert bist, Morra. Also ich werde jetzt nicht, weil sonst kann ich ja kein Rebellenlager mehr betreten, aber ich bin halt immer interessiert dran, was so Sache ist. Da steht da Holzschild, Schädelschild, boah, ey, Bastardschwert. Ich habe eine Menge Sachen. Weg damit. Da werde ich jetzt auch gleich nochmal ordentlich Kohle rausschlagen können. Verkaufen in Gothic 3 macht einfach jedes Mal so Spaß, weil man jedes Mal noch reicher wird. Zack, zack. Oh, die Hellebarden sind eine Menge wert. Ja, gerade noch. Gut. Ja, okay. Die Waren schaue ich mir später mal noch genauer an. Trinken ist gut. Ja, das ist eine klare, direkte Aussage, die keine Missverständnisse zulässt. Später ist doch genug Zeit zu reden. Später, alle sagen immer später. So, jetzt wollen wir mal probieren, das Ding hier zu lupfen. Das ist zu schwer für mich. Ja, noch, wartet ab. Die Zeit wird kommen. Da werde ich das nicht mehr nötig haben zu sagen. Womit denn? Ja, ich brauche Schlägel. Kämpfe mit Ehre. Jetzt ist Zeit zum Reden. Später ist doch genug Zeit zu reden. So, bevor ich zum Boss gehe, schaue ich erstmal überall noch. Hey du, wo willst du hin? Ich sehe mich hier ein bisschen um. Koschach. Kannst du dich im Sklavenviertel, Bürschchen? Entweder du übst dich hier in den Waffen oder du verschwindest gleich wieder. Hier wird angepackt, verstanden? Geh mir jetzt nicht auch noch auf die Nerven. Du redest hier mit einem Feldherrn der Orks. Du hältst dich wohl für sehr stark, was? Ich wette, du hattest noch nie einen wirklich gefährlichen Auftrag. Oh Mann. Na schön, was kann ich für dich tun? Einer meiner Leute drückt sich vor der Arbeit. Was? Es ist ein starker Krieger. Doch ruht er sich auf den Auszeichnungen aus, die ihm im Krieg verliehen wurden. Aber solange die Rebellen uns immer noch bedrängen, gibt es keinen Grund nachzulassen. Okay. Ich bringe den Ork-Krieger an den Burghof zur Arbeit. Dann bin ich ja mal gespannt. Sein Name ist Folek. Er hat sich irgendwo in der Burg versteckt. Folek, also weil er faul ist, wisst ihr. Bring Folek. Okay, machen wir fix. Lasst einen Mörder und er bricht niemals einen Mörder. Meinst du? Den Spruch haben wir nie gehört. Wir reden später. Mord. Lass dich. Das werde ich nicht. Ein Mörder. Und er bricht niemals einen Ort. Alter, krass, ja. Ihr kommt hier rein, macht unser Land platt. Versklavt uns. Und dann müssen wir uns auch solche Sprüche anhören. Okay. Naja, gut. Beim nächsten Mal werden wir den faulen Typen finden und mit dem Boss reden. Bis dann wünsche ich euch alles erdenklich Gute, ja. Und zwar wirklich. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Tschüss.